Whistleblower David Grush hatte recht und die mexikanische Regierung ist endlich mit außerirdischen Körpern an die Öffentlichkeit gegangen. Oder doch nicht? Finden wir es raus. Hallo, hier ist wieder eure Babi und heute, ich weiß nicht, ich bin durch mit heute, denn ich bin von dieser Emotion zu der gegangen, dann wieder dahin und dann dorthin und zum Schluss die. Na, die letzte war nur Spaß. Aber das war heute einfach nur, ich bin auf YouTube und irgendein englischer Kanal ist mir vorgeschlagen worden, wo irgendwas mit mexikanischer Anhörung und außerirdischen Körpern als Eilmeldung mir präsentiert worden ist und ich konnte nicht mehr. Ich habe mir nur gedacht, das kann ja jetzt nicht wahr sein. Ist es jetzt soweit? Ist es endlich soweit? Und dann ging das große Suchen nach. Ich habe nur ganz wenig Artikel dazu gefunden und das hat man dann immer mehr gemerkt, immer mehr YouTube-Videos, Shorts sind dazugekommen. Dann habe ich gesucht, irgendeine deutsche Übersetzung auf YouTube. Da habe ich dann auch eine gefunden von diesem Teil, wo diese Außerirdischen präsentiert werden. Die werde ich euch auf jeden Fall verlinken. Oder bin ich alle Emotionen durch? Ich konnte einfach heute nicht mehr. Es war so, ja, vielleicht, nein, doch nicht. Was gibt's da noch? Und ich glaube ihnen nicht und dann doch. Und das Ganze werde ich euch jetzt erzählen, was da genau passiert ist, was ich dann am Ende davon denke und ob da wirklich Außerirdische der Öffentlichkeit gezeigt worden sind. Gestern, also am 12. September 2023, gab es in Mexiko eine UAP-Anhörung, eine offizielle. Dasselbe hatten wir schon mal. Da habe ich auch ein Video dazu gemacht. Nee, hier. Das Verrückte an der ganzen Sache ist, da sind nur nicht irgendwelche Worte gefallen oder Videos vielleicht gezeigt worden. Nein, da wurden einfach außerirdische Körper präsentiert. In so zwei Art Särgen oder Aufbewahrungstruhen. Und da war ich erstmal, okay, eine öffentliche Anhörung und das kann jetzt nicht einfach gelogen sein, oder? Und dann habe ich gehört, wer da mitgemacht hat, dieser Jamie Mosun, ich blende euch den Namen ein. Und dann habe ich erstmal schlucken müssen. Ich habe ihn noch in Erinnerung mit so Fotos von Außerirdischen, da hat er so einen Vortrag gehalten und habe ich mir angeschaut und ich fand die Fotos eigentlich relativ cool, wenn die jetzt echt wären. Das habe ich dann nicht weiter verfolgt, er hat beteuert, dass sie echt sind. Und dann bin ich ein bisschen skeptischer geworden. Diese ganze Anhörung, die geht so um die 2,5 oder fast 3 Stunden und leider ist die halt eben auf Spanisch. Und dann habe ich diesen übersetzten Teil halt eben gefunden und ich habe mir das dann angeschaut und der Jamie Mosun, der UFO-Forscher, hat dann eine Einladung gemacht, auch mit David Grush. Dort waren, ich glaube, David Grush war auch auf dieser Anhörung. Da gibt es dann auch noch bald wieder ein Video dazu ihm. Der hat nämlich jetzt vor kurzem ein Interview gegeben. Und dann fackelt der gar nicht so lange rum und präsentiert die Körper der Außerirdischen. Es sind mumifizierte Körper. Und da habe ich ein Problem gehabt, so mit diesen meisten YouTube-Videos, Shorts, Berichten online, alles, was man sich irgendwie angucken konnte, hieß es, mexikanische Regierung präsentiert Außerirdische. Die fackelt jetzt nicht mehr lange rum, die macht. So, das stimmt aber nicht. Der UFO-Forscher hat der mexikanischen Regierung diese außerirdischen Körper präsentiert. Nicht umgekehrt. Und das ändert die Sache komplett, finde ich. Da ist schon wieder, da reden wir von einer ganz anderen Sache. Ich weiß halt auch nicht, wie das ist, wenn man lügt vor so einem Kongress in Mexiko. Ich weiß es nicht. Kann alles passieren. Ich hoffe, dass es auch dort so ist, dass man nicht einfach irgendwas erzählen kann und damit durchkommt, weil das wäre halt, finde ich, ein bisschen blöd. Denn er tut ja damit auch ein bisschen die öffentliche Meinung beeinflussen. Ich habe nichts dagegen, wenn man seine Meinung vertritt und das überzeugend rüberbringen möchte und mit Fakten hinterlegt oder Informationen und Theorien und alles. Aber wenn man lügt, finde ich das ein bisschen doof. Also ich hoffe, er lügt nicht. 2017 wurden diese zwei mumifizierten Körper in Peru in so einer Mine gefunden. Laut seinen ganzen Aussagen wurde diese Körper beide sehr ausführlich untersucht von sehr, sehr vielen zahlreichen Wissenschaftlern. Nennt dann auch Namen, kenne ich alle nicht. Also ich weiß nicht, ich bin skeptisch, ob das nicht nur Leute sind, die ihm recht geben oder ob das unabhängig voneinander auch passiert ist. Die Körper sind laut diesen Wissenschaftlern nicht menschlich. Also nicht von hier und auch nicht Teil von der Evolution unserer Erde.
Es wurden dann 14 Analysen gemacht, um das Alter festzustellen, und da kamen sie so auf mehr als 1000 Jahre. Diese beiden Körper wurden auch nicht in der Nähe von einem Raumschiff, also unbekannten Flugobjekt oder halt eben Raumschiff, weil dann ist es ja kein unbekanntes Flugobjekt mehr, gefunden, sondern die wurden begraben. Die Körper scheinen nicht manipuliert zu sein, es wurden nicht die Organe entnommen oder sonst irgendetwas, so wie das eher bei Mumien der Fall ist, sondern so in die Erde gebracht, wie sie eben gestorben sind. Dass die dann so gut erhalten oder mumifiziert wurden, hat die Ursache, dass da so eine Algenart, soweit ich das verstanden habe, daran schuld ist und mitgewirkt hat. Also wenn die echt sind, danke, liebe Alge. Dann spricht noch jemand anderer, ein Joyce Mantilli. Das ist ein investigierender Journalist, also auch kein Wissenschaftler oder irgendwie so Regierungsbeamter, sondern in die Richtung, er ist so eine Art George Knapp. Hat auch viel mit UAPs zu tun, forscht da gerne in die Richtung, erzählt dann halt, dass er auch andere Dinge gemacht hat. Anscheinend, dass er nicht doof dasteht, weil wenn man mit UAPs, UFOs zu tun hat, dann wird man schnell in die Schublade verrückt getan. Jetzt nicht mehr, früher mehr, habe ich festgestellt in letzter Zeit. Er sagt dann nochmal, alle Wissenschaftler, die da mitgewirkt haben, das waren sehr viele und ganz viele verschiedene Bereiche, haben diese Körper untersucht und auch die DNA untersucht, und die DNA passt halt zu nichts, was wir kennen. Beide Körper sind auch nur so um die 60 cm groß, also die Hälfte kleiner als die meisten außerirdischen Grauen, die man halt so kennt. Sollten auch keine Serpo-Außerirdischen sein, weil die sind ja auch jetzt nicht so klein. Diese Außerirdischen haben hier so Implantate. Man weiß nicht genau, um was es sich handelt. Es könnte sein, dass sie irgendwie dem Körper irgendwie was regulieren oder überwachen oder vielleicht einfach zur Ortung dienen. Es wurde reichlich Kupfer in diesen Metallimplantaten gefunden, aber noch ein anderes Element, das sehr selten und sehr teuer auf der Erde ist. Und das heißt Osmium. Das wird halt für Satelliten verwendet, für Telekommunikation, für alles Mögliche, so in die Richtung, das auch in den Weltall fliegt. Was ich wieder irgendwie cool finde, und da denke ich mir, wer denkt sich so einen Scheiß aus? Nein, wer denkt sich halt sowas aus? In einem von diesen beiden Außerirdischen haben sie so eiähnliche Strukturen gefunden. Und es sind so drei Stück gewesen. Und als sie die durchleuchtet haben, weil sie da untersucht haben, was das für ein Material ist, haben sie da drin in den Eiern verstorbene Embryonen gefunden. Und das haben die da so Schicht für Schicht, und da kann man das ganz gut sehen, dass es hier dem ähnlich ist. Da zeigen sie ganz viele Bilder, also ich weiß jetzt nicht genau, was ich hier alles zeigen darf, deswegen geht auf den US-Kongress und guckt euch das da mal an, dann seht ihr die ganzen Bilder auch darin. Wer aber denkt, dass das das erste Mal ist, dass man diese Außerirdischen sieht, so, oh mein Gott, das erste Mal, die präsentieren das so als Premiere, das stimmt nämlich nicht. 2020 habe ich auch schon irgendwelche Forum-Posts gefunden, also die kursieren schon ganz lange im Internet rum. Ist jetzt nichts Besonderes, und ihr merkt schon, dass es halt ja in die Richtung geht, dass, was machen wir jetzt eigentlich hier so? Ich war erst richtig begeistert, dann habe ich mir gedacht, ist heute der Tag, wo ich allen Skeptikern sagen kann, ich hab's euch ja gesagt. Aber nein, es scheint nicht dieser Tag zu sein. Das Einzige, was mich jetzt noch überzeugen würde, wenn die hergehen und wen auch immer, ich weiß nicht, wer dafür verantwortlich ist, wer wissenschaftlich unabhängig, Länder auch verschiedene, eine von diesen beiden oder Teile von diesen Außerirdischen oder hinkommen können und die untersuchen dürfen, irgendwas in die Richtung, damit die dann eindeutig uns sagen können, ja, das sind Außerirdische. Wenn das halt eben nur die machen und sonst keinem das zulassen, dann denke ich mir nur, nee, dann glaube ich euch nie wieder. Weil die stellen sich dahin, tun die Bombe platzen und sagen, wir haben außerirdische Körper. Und wenn sie dann sagen, nee, ihr dürft die alle nicht anfassen, ihr dürft da nicht reingucken, ihr dürft nicht untersuchen und so, dann ist dieser Forscher echt für mich abgehackt. Also da werde ich jetzt ganz genau drauf schauen, ob er diese außerirdischen Körper jetzt einfach nur für sich behält oder wirklich auch der Wissenschaft zur Verfügung stellt. Weil irgendwie habe ich so das Gefühl, dass er, und ich kann es nicht sagen, es ist jetzt einfach nur meine persönliche Meinung, dass der sich dahingestellt hat, ja geil, UFO-Kongress. Der hat gesehen, dass David Grush und alles mit UAP-Anhörung, dass das gut geklappt hat, dass jetzt endlich die Leute umdenken und kommt jetzt mit seinen, ich weiß nicht, Affen vielleicht oder was auch immer das sein könnten, die irgendwie vielleicht einfach oder auch vielleicht menschlich sind, fälscht irgendwelche Ergebnisse und stellt sich dahin und sagt, wir haben außerirdische Körper, um
was auch immer zu bekommen. Entweder seine Meinung mit Lügen zu untermauern oder Falschinformationen. Oder weil er irgendwie Ruhm haben will. Ich denke mal, Geld ist bei ihm jetzt nicht so das Problem. Da wäre ich richtig sauer. Aber er kann sie noch gut machen und das halt eben an die Wissenschaft übergeben und dass das in den nächsten Monaten ausreichend untersucht wird. Und ich denke mal, das geht halt einfach, weil man das da hat. Und ich weiß nicht, wie das mit der DNA ist, ob das überhaupt so stimmt. Ich kenne mich mit solchen Sachen halt überhaupt nicht aus. Sind die Organe wirklich alle dann noch so gut erhalten, dass man das alles sehen kann? Ich bin jetzt schon skeptischer geworden, nachdem ich da reingeschaut habe, besonders wenn man halt eben innerhalb von 5 Minuten rausfindet, dass es nicht die mexikanische Regierung war, sondern halt ein UFO-Forscher, der das der mexikanischen Regierung präsentiert. Ich schaue mal, ob ich da noch eine ganze Übersetzung finde von diesen 2,5 bis 3 Stunden, weil vielleicht wurden da noch andere Dinge gesagt, die viel interessanter sind, als was das jetzt ist. Das ist einfach nur so ein, für mich eine Show gewesen. Ich lasse mich gern vom Gegenteil natürlich überzeugen. Ich bin nur sehr wahnsinnig skeptisch jetzt. Ich hoffe, ihr seid jetzt aufgeklärt zu dem Fall, weil es kursieren sich ja total viele Schlagzeilen noch rum oder kursieren schon. Ich habe ja viele davon gelesen. Wisst Bescheid jetzt, um was es geht. Seid auch ein bisschen skeptischer und nicht gleich mitgerissen und dann total enttäuscht wie ich heute. Und dann sehen wir uns am Sonntag wieder bei einem etwas längeren Video. Tschüss!